Das nenne ich eine zähe Lady, Jackie. Wie oft muss ich denn noch auf sie schießen, bis sie aufgibt? Niemals habe ich um die Finsternis gebeten, bis sie mich verschlang. Ich habe nun alle Macht und konnte doch nicht retten, was ich liebte. Es gibt kein Entkommen. Dem Schicksal kannst du nicht entfliehen. Mein Name ist Jackie Estacado und dies ist meine Geschichte. Bin schon wieder da. Ich bin schon wieder da. Was ist los? Johnny. Jackie, nichts von dem hier ist real. Bitte sehr, Jackie. Danke. Komm schon, Jackie, lass uns gehen. War eine schöne Trauerfeier. Hab sie gut gemacht, oder, Vinny? Klar, sehr geschmackvoll. Ein bisschen lang, aber du weißt ja, dass wir Katholiken immer so gerne reden. Boss, also, wir sind ja alle froh, dass du dieses Mojo zurück hast. Aber ein paar von den Jungs glauben, dass dieses Scheiß etwas damit zu tun hat. Und, also, du weißt schon, wir sind... Spuck's schon aus, Vin. Du weißt, dass dich niemand mehr unterstützt als ich, Jackie. Gib den Jungs einfach etwas, womit sie was anfangen können, okay? Du warst 4 Tage mit diesem verrückten Arschloch Johnny in dem Hinterzimmer, obwohl du eigentlich schon hättest tot sein müssen. Wir wollen einfach nur wissen, womit wir es zu tun haben. Ja, ihr habt eigentlich eine Erklärung verdient. Ja, natürlich, Boss. Ich wollte nicht respektlos sein. Also, gehen wir hoch. Die Leute werden froh sein, dich wieder heil zu sehen, Boss. Ja, gehen wir hoch. Tut mir echt leid, Jackie. Ja, mir auch. Ich mag Friedhöfe nicht. Versucht, so ein Arschgesicht, der aussieht wie so ein Ork aus Herr der Ringe in Kampfausrüstung, Jackie wegzuzerren, nachdem er ihm ins Gesicht geschossen hat. Aber wir so, scheiße, so nicht, und haben sie zurückgeschlagen. Ja, aber wir hätten sie nicht gekriegt, wenn Jackie nicht so viele von den Pissern ausgeknipst hätte. Heilige Scheiße, Jackie! Jungs. Du bist zurück! Ich bin wieder da. Danke für eure Hilfe. Mein Beileid, Boss. Jemand wird dafür bezahlen, Jackie. Wird er. Jimmy. Ich weiß, das ist ziemlich schwer für dich, Jackie. Aber sie ist jetzt zu Hause, begraben mit dem Rest der Familie. Eine Schande, dass Jenny nicht auch hier liegt, was? Sie war auch Familie. Tut mir leid, dass sie tot ist. Sie ist immer bei mir. Jackie, ich weiß, was für eine Last du schleppst, aber diese Last zu tragen hat dich stark gemacht. Es lässt dich das hier überstehen. Ich will, dass du weißt, dass ich dich für... Oh! Ich brauche hier Hilfe! Schnell! Was zum Teufel war das? Das nenne ich eine zähe Lady, Jackie! Wie oft muss ich denn noch auf sie schießen, bis sie aufgibt? Was zum... Wreck! Nein! Sarah! Oh! Bist du für einer? Wollen wir doch mal sehen! Was ist er für einer? Wo ist das ganze Licht schon wieder her? Ich sehe schon gar nichts mehr. Leute, macht das Licht aus! So. Fang! Da drüben!
dein verdammtes Herz! Töten. So nicht. Auch noch meine Trauerfeier ruinieren, hä? Ihr haltet schon wieder zu viel aus. Na los! Oh nein! Gibt's das? Kleiner, mach ihn fertig! Tu was dafür! Der Träger schießt dir jetzt mal ganz gescheit in den Fuß! Nicht mein Problem! Du wirst nie wieder was sehen können! So sieht es aus! Her damit. Komm ich da nicht rüber? Komm mal her hier. So. Weiter geht's. Ich kann die gar nicht einzeln auswählen. Nun gut. Du musst mich auch nicht sehen. Ja, ich muss dich sehen. Fang deinen Freund. Hier, ich habe euch noch was anderes mitgebracht. Mistmagen. Tod. Wreck. Fang! Lauf lieber vor mir weg. Ich werde ihn vernichten. Ich werde ihn nicht nur bestrafen, ich werde ihn vernichten. So nicht. So nicht. Nicht mit Jackie Estacado. Das war ich nicht. Es ist mir egal. Und genau das tut es. Und wo schießt ihr denn noch? Gar nicht. Also ehrlich. Die Trauerfeier von meiner Tante. Genau, die Lichter sind aus. Und zwar deine Lichter pusten wir jetzt aus. Keine Munition mehr! Her damit. So. Komm doch mal rum. Ich hab hier was für dich. Einen deiner Freunde. Du kriegst keinen Feuerschutz. Was für ein Gefühl. Den kleinen Kesser! Oh. Du machst gar nichts mehr. Wie viel hältst du aus? Zu wenig für meine Shotgun. Lache. Oh, eine Desert Eagle. Die nehme ich gerne. Ordentlich Munition. Und jetzt wird's für euch richtig unangenehm. Nicht mehr schießen? Scheiße, Scheiße. Ganz genau. Jackie, du bist ein toter Mann. Ich bin ein toter Mann. Pass mal auf hier. Dieser hier trägt die Finsternis. Und dieser hier schießt dir in den Kopf. Mann, 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 wie viele sind hier? Da durch. Wie mache ich den aus? Ah,
ist dieser blöde Stromgenerator? Einen kleinen Finsterling erledigt. So. Ihr macht gar nichts mehr. Na, wo ist dein Freund mit der Lampe? Oh, habe ich den auch erledigt. Es ging schneller als gedacht. So schnell könnt ihr gar nicht gucken. Da liegt er. Komm mal her, guten Flug. Nicht mit mir, ihr kleinen Pisser. Nicht mit mir. So, jetzt muss ich hier rüber. Da komme ich nicht rüber. So, laden wir nach und werden den kleinen Zackgesichtern mal zeigen, was passiert, wenn man sich mit Jackie Estacado anlegt. Geh auf! Hey, Bragg, wo bist du denn? Es ist der Träger! Was bist du denn dabei? Oh, meine Waffe. Du machst auch nichts mehr. So. Fährt man nicht mit. Und das schwarze Loch natürlich auch. Hey, Bragg. Fang. Die werden erledigt. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir auch mit. Frag mich nicht, woher ich das habe. Das interessiert mich auch gar nicht, Kleiner. Ich dachte, Finsterlinge sind größer. Auf der anderen Seite raus! Das tut weh! Da tut das weh. Aber vor allem dir. Du bist schnell erlegt. So, gib mir die Striker. Ganz genau. Keine Chance für euch. Ah, das ganze Licht. Nelly, die Schatten. Ich sehe nichts mehr. Wie viele kommen hier noch? Komm mal rum, ich will dein Herz. So, der ist erledigt. Kleiner, erledige mal den mit der Lampe. So, jetzt aber. Bang! Da. Ganz genau, ins schwarze Loch. Die Finsternis! Kurz bevor ich dich vernichte, siehst du nur noch Licht. So, jetzt nehmen wir die abgesägte Schrotflinte wieder mit. Und werden mal hier schauen. Kampf auf dem Friedhof. Sowas. Haben wir denn alles für Waffen dabei? Die UMP und die Schrotflinte. Also machen wir das Licht aus. Wohin ist er abgehauen? Du hättest nie. Leute, Leute, Leute! Ja, ich weiß. Ich muss hier raus. Ich mach dich fertig! Den mit dem Licht! Erledige den mit dem Licht! Oh! Deine Lampen sind schon kaputt. Nein! Wie viele sind das? So, der ist erledigt. Mit dem schnapp ich mir jetzt das Herz. Komm her! Komm schon! Warum geht das nicht? Nein! Lauf, Jackie, lauf! Oh Mann. Ja, meine ich.
Aus gar nichts mehr. So. Jetzt aber. Und ich bin wieder im Spiel. Und die Striker nehme ich auch mit. Schlecht für dich. So, Leute. Durchgeladen. Nein, Brack. Das mache ich. Brack. Klar, dass du wieder abhaust. So. Du kannst nicht immer weglaufen, Brack. Ich werde dich finden. Und kaufe mir vorher vielleicht noch ein paar Talentpunkte. So, lass uns noch mal gucken. Erhöht die Betäubungszeit bei umschwärmten Feinden. Abklingzeit des Schwarms ist viel kürzer. Oder die Waffenkanalisierung, die nehme ich mir jetzt mit. Dann mache ich jetzt gleich noch sehr viel mehr Schaden. Hallo, Brack. Na? Komme ich gar nicht hin. Gibt's ja nicht. Ich hab euch was mitgebracht. Bin gleich wieder da. Oh. Geh mal da in die Finsternis. Mistkerl. Wieder ist er weg. Das Licht aus. Meine andere Waffe. Wo ist meine andere Waffe? So. Greg. Komm mal hier. Alles mitgebracht. Komm schon. Oh, oh, jetzt wird's langsam ernst hier. Hier, das ist alles für dich. Die ganze Packung, Brack. Das bringt dir gar nichts. Jetzt kommst du. Pass mal auf. Hier, reiß den in Stücke. Das gibt's doch nicht. Wie viel hältst du aus? Nein! So, jetzt bist du fällig. Du bist nur eine Hülle für die Finsternis. Du bist ein mit Fleisch überzogener Koffer. Ein vorübergehender Hafen in einem Meer voller Angst. Na los, töte mich. Das ist es doch, was du willst. Ganz genau. Das ist meine Belohnung. Ich begrüße dieses Leiden im Namen der Finsternis. Wo versteckt sich dein Boss? Wieso glaubst du, dass er sich versteckt? Hä? Wer versteckt sich vor solcher Schwäche? Er ist in Hellgate. Du erinnerst dich doch an Hellgate, Jackie. So viele schöne Erinnerungen, was? Lass dich mal blicken. Wir warten auf dich. Hellgate, was? Danke für Hilfe. Ach, schon. Du wartest gar nicht mehr. Du Mistkerl. Gib mir dein verdammtes Herz. Wenn du zum ersten Mal tötest, kommst du an eine Kreuzung. Du lernst etwas über dich selbst.
Du lernst nicht, zu was du fähig bist oder was für ein übler Mensch du bist oder so ein Scheiß. Du lernst, ob du danach noch schlafen kannst oder eben nicht. Es verfolgt dich oder nicht. Mit 16 habe ich zum ersten Mal getötet. Und ich schlafe seitdem jede Nacht wie ein Baby. Das war's auch schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich darüber freuen, wenn ihr es liked, es favorisiert, es kommentiert oder einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet. Bis zum nächsten Mal. Euer Marv.